In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Kiteline spleißt. Kitelinen zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem dünn sind und sehr, sage ich, diffizil sind, weil ich immer sehr hohe Lasten zu erwarten habe auf die Bruchlast des Seils. Also das heißt, ich muss ein paar Sachen berücksichtigen, damit das Ganze sicher ist. Das heißt, ich muss beim Verjüngen des Seils in späterer Folge extrem Acht geben, damit nicht ein zu starker Hubbel entsteht am Ende des Spleißes, weil dort würde die Leine sonst sicher reißen. Ich möchte euch jetzt einen Spleiß zeigen, wie er von vielen gemacht wird, wie man ihn auf keinen Fall für eine Kiteline verwenden sollte, weil einfach zwei Sachen daran falsch sind, die aber beim Kiten zu, sage ich, Unfällen führen könnten durch Leinenreißen oder durch Aufgehen des Spleißes. Das heißt, diese Leine ist nicht verjüngt. Ich habe hier, wie man sieht, einen merklichen starken Übergang, wo der Einschub des Spleißes aufhört, weil die Leine nicht verjüngt ist. Das heißt, die Leine wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit genau an diesem Punkt abreißen. Wenn ich die kontinuierlich verjünge, wird mir das nicht passieren und die Bruchlast steigt erheblich. Das zweite ist, die Kiteline ist hier nicht vernäht. Das heißt, unter Last wird sie zwar halten, wenn ich aber auf der falschen Seite der Leine ohne Last anziehe, siehe da, geht sie auf einmal auf. Wenn ich wieder auf Last bin, geht sie nicht weiter auf, aber irgendwann geht das Ganze ganz auf. Und mein Kite hängt auf einmal nur noch an drei Leinen und nicht mehr an vier oder fünf Leinen, was dazu führt, dass der Kite unsteuerbar ist und irgendwo, sage ich, abbiegt, wo ich nicht will, dass er hinfliegt. Ich werde jetzt in meinem Spleiß, den ich euch zeige, das natürlich gleich berücksichtigen, dass das richtig gemacht wird. Bei den Kite-Leinen ist es so, bevor wir die Enden vernähen, würde ich beide oder alle vier Kiteleinen, um garantieren zu können, dass sie dieselbe Länge haben, auf der einen Seite auf einen, sage ich, Dorn anhängen, dann die ganze Länge nach vorne gehen und wirklich kontrollieren, dass alle Leinen gleich sind und alle Leinen gleichzeitig strecken, damit alle kleinen Leinen, sage ich, auf den Millimeter genau sind. Ein Millimeter wird wahrscheinlich noch nicht wirklich viel ausmachen, aber wenn eine Kiteline, eine einzelne, um einen Zentimeter länger ist, dann wird der Kite mir immer auf eine Seite fliegen. Das heißt, ich muss wirklich die Leinen immer mit dem gleichen Gewicht vorbelasten. Ich muss kontrollieren, dass die Leinen alle gleich lang sind. Und dann habe ich ein optimales Ergebnis. Wenn man custom-made Kiteleinen verwendet, dann macht man auf beiden Seiten ein Auge und hat dann kurze Pigtails zum Einschlaufen. So, jetzt werde ich die Leine für den Einschub markieren. Und in dem Fall nehme ich die 12 cm und für das Auge markiere ich mir 6 cm. Das wird ein nicht ganz
3 cm Auge, was für Kite-Linen sehr gute Größe ist. Ich nehme ganz gern die kleinste Spleißnadel aus einem Nadelset zum Verjüngen der Leine, weil ich mit der die Fasern am wenigsten verletze, die ich nicht verjüngen will. Ich werde die Kite-Line auf 3 Schritten verjüngen. Bei der Hälfte des Einschubs, dann noch einmal die Hälfte von der Hälfte und dann noch einmal die Hälfte von dem letzten Teil. Wenn ich noch nicht geübt bin, kann ich, wenn ich will, mir die Verjüngungspunkte auch markieren. Das heißt, das wäre bei 6 cm, bei 3 cm und bei 1,5 cm. Ich werde beim ersten Punkt 4 Fasern herausnehmen, immer links und rechts abwechselnd. Eins, zwei, drei, vier. Das weitere Verjüngen werde ich dann machen, wenn ich die Leine eingezogen habe. So, ich habe hier 12 cm, um nachher genug Platz zu haben, werde ich ungefähr so um die 15-16 cm nehmen und dort meine Spleißnadel einführen. Hierbei ist extrem wichtig, dass ich mit der Spleißnadel nirgendwo aus dem Material herauskomme und dann wieder hineinsteche, sondern es soll wirklich immer in der Mitte der Leine sein. Ich komme bei der Markierung heraus. So. Klappt das hier um. Ziehe die Leine ein. Ich kann mir hier auch in der Zwischenzeit etwas einklemmen, damit ich nicht versehentlich, während ich verjünge, das Ende durchziehe durch die Leine. Dann gehe ich zu meinen anderen 2 Verjüngungspunkten, nehme bei dem ersten noch einmal jeweils links und rechts 4 Fäden heraus, 2 und 2 nach rechts, 2 Fäden anpassen muss ich das Verjüngen natürlich, in dem Fall, ob ich abhängig der Leinenkonstruktion, bei Kite-Leinen habe ich nicht nur 12-fach Geflecht, sondern oft auch 8-fach geflochtene Leinen. Die sind dann natürlich anders zu verjüngen, weil sonst bleibt man bei der letzten Verjüngung keine Faser mehr über. Für den Hobby-Spleißer oder nicht so geübten Spleißer ist in dem Fall eine 12-fach geflochtene Leine viel einfacher zum Verarbeiten. Bei den 8-fach-Leinen muss man extrem aufpassen, weil ich mir sehr schwer tue, mit der Spleißnadel wirklich in der Mitte zu bleiben. Sie sind oft vom Steigungswinkel anders. Also ich würde für den unerfahrenen auf jeden Fall eine 12-fach geflochtene Leine empfehlen. So, hiermit wäre der Spleiß fertig und wie man schon sieht,
habe ich hier einen schönen verlaufenden Übergang. Also das heißt, dieser Hubbel, den ich vorher gezeigt habe, der fällt völlig weg. Jetzt ist noch das Vernähen der Leine wichtig. Da geht es nur darum, dass ich sie hindere, dass sie rausrutschen kann. Zuerst würde ich aber meine Leinen fertig machen, auf beiden Seiten die Augen machen und von der Länge auf den Millimeter genau abstimmen. Das heißt, ich kann hier durch leichtes rausziehen und wieder glatt streifen, die Leine um ein bisschen länger oder kürzer machen. Natürlich nicht jetzt um Zentimeter, weil sonst würde das Auge falsch werden, aber minimale Anpassungen kann ich machen. Wenn dann alle Leinen gleich lang sind, gehe ich dazu über, dass ich einfach eine kleine Vernähung mache, nur um ein Rausrutschen zu verhindern. In dem Fall gehe ich her und brenne mir auf der einen Seite des Dackelgans einen kleinen Hubbel auf. Ziehe das ganz stramm. Und vernähe mit einigen Stichen die Leine. Dann führe ich diese Vernähung eben wieder zurück zum Ausgangspunkt. Was bei der Kite-Liner natürlich wichtig ist, dadurch, dass sie sehr dünn ist, dass wenn ich dieses Dackelgarn jetzt abbrenne, dass ich die Kite-Liner nicht verletze, werde ich das, sage ich einmal, sehr stark knicken und schauen, dass das Feuer nie direkt zur Leine überhaupt gerät. So. Und fertig ist der Spleiß.